Ja, man kann es jetzt tatsächlich sagen, der Lockdown ist überstanden. Wir haben zwar noch Lockdown, aber 15 Grad draußen. Das heißt, ich würde sowieso draußen trainieren. Von daher werde ich jetzt eine Grass-Session machen am Standard-Grass-Spot. Ja, Mann, da sind noch die Schneereste von letzter Woche. Hier auch noch ein bisschen. Es war einfach gefühlt einen Meter hoch. So, der Boden hier ist doch noch ein bisschen nass. Deswegen gehe ich jetzt doch noch da hinten. Dieses Stück da ist auf jeden Fall trocken. Ja, es tut richtig gut, bei den Temperaturen mal wieder was auf Wiese zu machen. Ich weiß nicht, meine letzte richtige Grass-Session ist bestimmt jetzt auch schon 3-4 Monate her. Das ist richtig geil. Ja, Mann, ich sette noch ein paar Mal und dann versuche ich mal ein paar Dubs. Habe ich jetzt auch lange nicht mehr gemacht auf Grass. Ja, okay, das mit den K-Dubs funktioniert ja jetzt doch ganz gut. Also ich bin gar nicht mal so viel schlechter geworden. Ja, Mann, ich versuche jetzt mal ein paar andere Dub-Setups. Sowas wie Master Scoot-Dub. Ich glaube, mein letzter Master Scoot-Dub auf Grass war irgendwann einmal im Winter, aber nicht mal gelandet. Ja, leider nicht gelandet. Ich habe gedacht, dass ich den irgendwie one-shotten kann oder so. Aber immerhin getried. Schon mal geil. Also echt, ich hätte nicht erwartet, dass es so gut läuft. Ich habe wirklich gedacht, dass ich so die Hälfte der Sachen nicht mehr kann, die Power voll verloren habe. Aber das mit den Concrete Sessions, das hat es richtig gebracht. Ich will wirklich nur diesen scheiß Master Scoot Up heute lernen. Das ist mein einziges Ziel für diese Session. Master Scoot Up Relearn habe ich jetzt echt, wie gesagt, ein Vierteljahr nicht mehr gemacht, den nur lernen und der Rest ist egal. Ja, ich will jetzt ehrlich gesagt auch nicht meine ganze Power für Master Scoot Up verschwenden. Deswegen, selbst wenn ich den jetzt heute nicht lerne, ich versuche den jetzt noch so ein, zwei, drei Mal und wenn es dann nichts wird, dann ist halt so. Dann halt nächste Session. You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Ich meine, der war ja echt close, aber wie gesagt, ich will jetzt echt nicht meine ganze Power dafür verschwenden, deswegen mache ich jetzt einfach ein paar andere Sachen. Ich habe so lange nicht mehr richtig getrickt, ich will jetzt einfach alles nochmal so ein bisschen machen und dann schauen wir mal, was geht. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte. Ich habe mal so einen Running Webster getried. Das mache ich eigentlich nie. Also wenn ich Frontflip mache, dann so geblockt. Und diesen Turner-Style finde ich selber gar nicht mal so geil. Ich will da ein bisschen von wegkommen. Deswegen habe ich jetzt mal gedacht, kannst du mal versuchen. Das gerade war nichts, aber erster Try ist immer scheiße. Man kennt's. Deswegen, ich übe das jetzt mal ein bisschen. Ich habe heute nicht so viel Power. Und Ausdauer ist auch voll zurückgegangen. Das habe ich richtig krass gemerkt. Running Webster, das versuche ich jetzt. Und mal gucken, wie das klappt. Besser wird das nicht. Deswegen lasse ich das erstmal und übe ein paar andere Sachen. Back Handspring und Round of Dub. Das habe ich auch länger nicht mehr gemacht, weil ich mich einmal bei Back Handspring richtig mies gemault habe und davor jetzt ein bisschen Angst habe. Aber den jetzt einmal wieder zu committen, wäre auch mal wieder ganz gut. Deswegen erstmal Round of und dann Back Handspring Dub.
also bei Ken's Spring Dub ist mir doch zu risky, ist halt einfach viel zu nass. Ich bin letztes Mal so mies weggerutscht, das soll mir nicht nochmal passieren. Roundoff geht, aber bei Ken's Spring ist der Winkel halt kleiner, deswegen lasse ich das. Aber so bei Ken's Spring Full, wenigstens das mache ich. Mit Cork Hyper habe ich heute noch meine Probleme. Der war mal richtig basic, ich konnte ihn auch gut kombon. Aus verschiedenen Setups auch. Ich habe auch schon Boxcutter gemacht. Aber irgendwie ist der richtig schlecht geworden. Ich habe den halt auf Concrete richtig selten gemacht. Auch weil ich da einfach jetzt nichts riskieren wollte. Deswegen Vierteljahr Pause, das ist dann alles nicht so gut. Aber wird, ich meine, der gerade war schon 100 Mal besser als alle auf Concrete, die ich in den letzten 3 Monaten gemacht habe. Von daher passt das. Ich mache den jetzt noch 2-3 Mal oder einmal. Einmal so clean und dann hat man so dieses gute Gefühl, dass man den mal wieder gemacht hat. Eins meiner nächsten Ziele ist auf jeden Fall Shosei Stepped Up auf Grass. Den habe ich tatsächlich auch erst einmal gemacht, aber irgendwie, keine Ahnung, ich finde den so geil und vor allem, wenn du Shosei Stepped Up kannst, kannst du es halt auch aus voll vielen anderen Setups, weil das ja quasi der gleiche Absprung, das ist ja quasi der gleiche Absprung wie aus Master Scoot oder Scoot oder anderen Pop-Setups. Und wenn man den kann, das ist halt schon mal eine Hilfe. Wenn ich den halt auf Grass kann, dann kann ich auch viele andere Setups auf Grass. Deswegen will ich mich da ransetzen und dafür übe ich jetzt einfach nochmal ein paar Shosei Step Fulls. Ich werde heute auf jeden Fall keinen Dub senden, also so weit kommt es noch. Aber ein paar Fulls schon mal, dass ich das nächste Mal einfacher senden kann. Vielleicht schon nächste Session, vielleicht übernächste, man weiß es nicht. Mal schauen. War echt geil, mal wieder was auf Wiese zu machen. Ey, das tut einfach so gut. Das kann man echt nicht vergleichen mit einer Gym-Session oder mit Concrete-Sessions. Vor allem jetzt ist der Unterschied halt noch größer, weil sonst konnte ich halt im Gym einfach ballern. Das ging jetzt halt nicht. Da musste ich dann bei, was weiß ich, 0 Grad und Regen draußen trainieren, wo es schon dunkel war auf Concrete. Das war halt einfach absolut scheiße, ne? Aber was will man halt machen? Man kann der ganzen Sache jetzt auch nicht aus dem Weg gehen. Deswegen war das halt die einzige Möglichkeit. Aber ja, jetzt bleibt es auch erstmal warm die nächsten Wochen, 1-2 Wochen. Das heißt, ich werde auch safe jetzt öfters wieder Grass-Session machen. Richtig geil. Und ja, das war's.